Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Island Reptide. Mit dabei ist wieder Zimmy. Ja, servus. Yeah. Und wir sind mitten dabei, wieder den sicheren Ort zu finden. Und wir wurden wieder 300 Meter in die andere Richtung geschickt. Einmal die Insel erkundschaften. Schauen wir mal. Lass uns mal versuchen. Wir können einige Quests in der Stadt abgeben. Lass mal in die Stadt. Liegt die auf dem Weg? Sonst können wir dann von da aus dann dahin, weil ich würde ganz gerne diesen sicheren Ort machen. Aber gut, die Aber Stadt ist näher. Okay, machen wir. Ich wir habe gehen ein. in die Stadt, dann können wir den Ja. Rucksack hier räumen, geben die Quests ab, kriegen 15.000 Level und dann fahren wir mit dem Auto zur Quest. Oh ja, 15.000 Level ist ein Deal. Mindestens. Warte mal bitte auf mich. Du bist so schnell. Oh, Wir können hier da ist lang, eine ne? Wasserleiche. Echt? Also, Ja. aber keine Wasserleichenfleisch, ne? Ja, keine Ahnung, im Moment lebt sie noch, die dumme Sau. Alter, wie geil ist das denn? Auch hier kann man nicht hoch. Oh jo, haben die Ja, geil, Spiele. ich stehe hinter der Wasserleiche und die macht nichts. Ja, die hat Angst vor dir. Die ist so geschockt, ja. Aber die kotzt doch gerade erstmal ordentlich, ey. Und nur Geld hat sie dabei. Da kommt jetzt der 1500. Mock hoch. So geil, ey. Die fette Wasserleiche, voll aufgebläht. Achtung, nicht, dass das Gestrüpp uns wieder auffällt. Also Davon ich. ist eine geile Party. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall jetzt demnächst wieder Granaten zulegen, genau. Ich will nämlich dieses Feeling vom Bam auch haben. Alter, die stinken ja alle. Hast du da so ein Furzkissenbombe geworfen oder Ja, ich habe in ein Aluminiumrohr reingebupst und was? das. Das gab da eine absolute Explosion, ey. Also wenn du mit Oh deinen Fürzen ja. einen umbringen kannst, könnte man dich als Waffe einsetzen. Die werfen keine Atombomben, sie werfen den Zimmy. Die braucht nur Aluminium. Und sein Ventil muss erstmal gelüftet werden, dann geht das ab. Oh ja. Magic Zimmy. Nicht nackt tanzen, nackt bubsen. Oh, ich kann nicht mehr, ich fall gleich um. Scheiße. Alter, Ja, ohne ey, Witz. der zappelt immer noch, ohne Witz. Ich glaube, wenn wir morgen wiederkommen, zappelt der immer noch. Ey, der lebt aber noch. Alter, was hast, den habe ich erstmal der Bein geklaut. Krass. Wofür brauchst du nur ein Ach, nur so ein Souvenir, weißt du? Einmal so ein dreckiges, hässliches Bein im Spiel, das muss man einfach haben. Yeah, da steht er schon, der alte Wayne. Wayne Szalinski, was kann er denn? Ich gebe mir mal drei Aluminiumrohre. Ja, mal gucken, was wir dafür kriegen. Oh, Levelaufschläge, Alter, yeah. Und drei was hat Alumi. denn der jetzt für eine krasse Waffe, Alter, Ah, oh, übel, Was ist denn das für Und. ein Baseball-Kettensägenschläger, ey? Das ist Alter, ja der dreht sich noch, der Hammer. vibriert und der macht Spaß. Ich glaube, der Typ, der wird uns später auf jeden Fall gut helfen. Der andere hat hier seinen Brenner hier in der Hand mit seinem Totenkopf drauf. Finde ich total genial. Haben wir noch was zum Abgeben? Ja. Ich gebe mal kurz Level ab, renn mal nicht weg. Level ab. Ich setze ein Level ein. So, das letzte ist 75% Effektivität am Medikit. Naja, Ausdauerregeneration. Ach, aber nur wenn die Gesundheit unter 50% fällt. Senkt die Einkaufspreise. Das mache ich. Ich will günstig einkaufen gehen. Ja, aber Obwohl Geld ich. haben wir ja eigentlich eh genug, Ja, aber aber ich will. Ja, hab nicht gut, so ich. ganz verstanden, wo da der Sinn dahinter ist in dem ganzen Geld. Ja, ich. 9.000 Dollar kannst nichts damit machen, Ja, du weißt ja, Hauptsache man hat's, ne? Vielleicht kann man es ja in ja. Echtgeld umtauschen. Können wir ja mal fragen irgendwo. Der Logan kriegt für seinen Elektronik-Polizeiknüppel mit Handgranate dran jetzt erstmal Schwerlastklebeband. Alter. Der sieht auch gut aus, der Junge. Ja, der hat jetzt irgendwie so eine Elektroschaufel, ey. Oh, damit Krasses kann er erstmal, Teil. da kann er die Zombies verprügeln, dann kann er noch ein Loch schaufeln und die einbuddeln da. Oh ja, und vor allem elektronischen Lochschaufeln hier. Saugeil, sau gut, gefällt mir. Und der hier, der will Elektroschrott. Ach, da ist er, Henry, unser Lager. Der wollte Elektroschrott haben. Und er gibt uns einen Bauplan. Fackel, komm mal her. Schnell. Bastelwettbewerb. Das ist unser Lagerfritz hier. Alter, wie geil. Eine Fackel kriegen wir jetzt. Sammel. Da, Baupläne, Fackel. Was kann die denn? Ah, da kannst du sogar eine Schaufel umbauen. Weißt du, wie man eine Fackel macht? Ah, dann brennt die Schaufel wahrscheinlich so übelst geil. Nicht schlecht.
Ja. Die brennende Schaufel und der Schlitzer gibt es auch noch im Angebot. Heute wird geschlitzt. McSchlitz. So, der kann ich noch eine Dose im eine Konversendose geben. Und ein Level Up. Yeah! So. Dann machen wir doch glatt. Was? XP, oder? Jawohl. Komm, wir brauchen XP, liebe Leute. Und dann werde ich später auch natürlich Raserei reindonnern. Aber im Moment bin ich einfach. Brauche ich das gar nicht irgendwie. So, wir können eine neue Quest annehmen. Ich lese mal kurz vor. Der Henry Beule, der möchte gerne, dass wir den Bauplan, Zauberstab kriegen wir von denen. Bauplan, Zauberstab, Harry Potter. 4 Stücke Selbstmörderfleisch. Aber das kriegen wir, glaube ich, zusammen, ne? Ja. Das war's. Mehr gibt's gar nicht im Moment. Oder hast du schon irgendwas angenommen gerade? Ich habe 3-mal Selbstmörderfleisch. 3-mal? Wie viel habe ich? Ja. Ich schau mal eben ganz kurz. Selbstmörderfleisch hast gesagt, ne? Hat das irgendeine Farbe? Grün. Ach scheiße, ich habe nur einmal Wasserleichenfleisch. Selbstmörderfleisch habe ich nicht. Scheiße, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal irgend so ein Kadaver in die Luft jagen. Ist ja echt murkselig, ey. Aber ich habe gute Level bekommen. Ich bin jetzt Level 41. Wie sieht's bei dir aus? 42? Ich mach jetzt erstmal fett die Fackel auf meinen epischen Metallknüppel hier. Alter, episch und Knüppel. Ja, ich schau mir die mal an, ja. Ich möchte das gerne mal sehen, wie das so aussieht. Ja. Wenn du da so einen epischen Knüppel drauf gesetzt hast. Ich muss kurz verkaufen. Boah, ich habe so viel Kohle, dass ich Geld hab, du, ohne Ende. So, die grausame Schaufel wollte ich eigentlich behalten. Jetzt habe ich 2 Stück. Dann behalte ich doch die Schaufel 38. Starker Feuerwehrknüppel haben wir weg. Also hier so weiße Sachen brauche ich gar nicht mehr. Außer vielleicht die Knarre. Aber sonst... Ja, wir haben halt im Moment keine bessere Waffe, ne? Also... Ja. Yippie-yay. Schweinebacke. So. Oh, das ist... Mann, ich vertue mich immer. Mit Kaufen und Verkaufen. Ich wollte schon gerade sagen, der hat schon wieder voll die geilen Sachen. Dabei war das doch gar nichts. So, ich kaufe mal ein paar Medikets. Sieht relativ unspektakulär aus hier, die Metallstange. Echt? Die glüht ein bisschen, ja. Kannst du dann allen dagegen den Kopf schlagen, dann glüht er ein bisschen. Naja, ist nett, aber ist natürlich nichts Besonderes, ne? Nö, nicht wirklich. Die hat auch nichts Besonderes für mich. Höchstens so ein geiles Ninja-Schwert, aber na, ich weiß nicht. Was wollte ich denn noch sagen? Ich brauche eigentlich einen, der mir Pistolenmunition andrehen möchte. Der hat hier Molotow, Giftbombe, Fleischköder, aber auch keine Granaten. Ich brauche eigentlich eine Granate, mein lieber Freund. Molotow können wir nochmal mitnehmen. Also Pistolenmunition gibt es hier irgendwo zu kaufen. Ja, will ich unbedingt haben. Also ohne Pistolenmunition gehe ich nie aus dem Haus. Weil du weißt ja, macht Bang Bang Boom. Boom. Bang Bang Boom 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 Boom, boom bang, bang. Großer bang. Nagel im Mülleimer, alles klar. So, wo kriege ich jetzt Pistolenmunition, liebe Leute? Jo, er rastet gleich aus hier. Also Bomben gibt's hier bei, wie heißt der, beim Wayne. Lil Wayne verkauft Bomben. Lil Wayne, ja, da habe ich gerade schon Molotow gekauft und... ich kann sein, dass die auch in dem anderen Lager wieder hingegangen sind. Wir können uns ja jetzt mit Schnellreise hingleiten. Vielleicht finden wir da noch irgendwas zum Abgeben, ich weiß es gerade nicht. Ja. Oder zu kaufen, weil irgendwie kriege ich hier keine Pistolenmunition hier. Doch, nicht mal habe ich hier schon mal gesehen. Beim Trevor. Eigentlich müsste der Trevor das haben, aber der hat nur Harpune und Nagelpistolenmunition. Irgendwie ein bisschen verwirrend gerade. Nee, warte mal, wo war denn das? Ja, das war der, hier stand immer einer, hier vor der Tür, aber der ist, glaube ich, im anderen Lager geportet oder so. Der ist nicht mehr hier. Warte, ich guck mal eben, wir haben ja ein Lager, wo wir hingehen können. Sind wir dann näher an der Hauptmission? Ja, wir können uns in das andere Lager porten, da können wir was abgeben. Und dann rennen wir da einfach, oder? Nö, ja doch. Können aber auch mit dem Auto jetzt fahren und dann gehen wir nachher so hinter spazieren. Da fahren wir mit dem Auto, oder? Ja, können wir noch ein paar Zombies überfahren. Genau, machen wir so. Was soll der Geiz?
Ist ja wurscht, wir brauchen eigentlich nur noch eine Wasserleichen-Bum-Bum da. Ne, nicht Wasserleichen, Selbstmörderfleisch, Wasserleichenfleisch, Rochenschwänze. Und dann können wir die anderen Aluminiumplatten und den ganzen Scheiß können wir dann Elektroplatinen und so können wir hinterher alles verkaufen. Also, den nächsten gehen. Boah, den haben wir jetzt aber weggefistet, oh mein lieber Mann, ey. Der hat's auch gedacht, fuck this shit, let's Ach, fuck this shit, da fliegt der Kopf noch hinterher. Komm, wir gehen jetzt auch. Ey, Alter! Wow! Aber die nehmen mir drei Balken ab, wenn die mich mit berühren, ne? Also, ist ja nicht so, dass die keinen Schaden machen, die Jungs hier. Der kommt mit einem Arm hinterher gejongliert, das ist der Wahnsinn, ey. Bäm, Junge, jetzt kriegst du erstmal direkt hier einen zwischen die Zähne. Alter, mein Lebensenergie ist so very comfortable. Geil. Okay, ich heile mich ja ein bisschen. So, ich steig mal ein. Ich fahre da mal das Disneyland-Auto hier. Warte, falsche Seite. Gewohnheit, Ich glaube, Entschuldigung. mein alter Physiklehrer würde sich, glaube ich, umbringen, wenn er die hier rumfliegen sehen würde, aber Der wird sagen, scheißegal. das geht nicht. Das ist nicht physikalisch machbar, dass einer mit einem Körper so rumfliegt. Nö, nö, nö. Bam, Junge. Direkt erstmal hier eingeparkt hier. Ja, du bist auch so Bam. eingeparkt. Alter, was geht denn jetzt hier? Alter, ich sehe nichts. Scheibe kaputt. Oh, shit. Und wie in der Fahrschule machen wir's. Die Steuerung ist so, very cool. Boah, der fährt nicht nach links, ey. Jetzt fährt er nach links. Ich mach das alles richtig, Leute. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das ist alles so Ja, nee, gewollt. ist klar. So, du guckst auf den Tacho, wann wir anhalten müssen. Ja, Sehr schön. Ich wo? fahre jetzt einfach wie so ein geistkranker Vampir hier lang. Überfahre noch ein paar Hobbits hier. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ja, zu dem Nach 136 Meter dann jetzt Free. links, links, Ja, hier links, geht nicht mehr. Hier links. müssen wir laufen, okay? Ah, lauf mal halt. Genau. Links ist frei. Ich habe gut geparkt, da kommen die Zombies nicht nachher. Den hast du erstmal den Berg, Alter. Der bewegt sich, dreht sich noch sechsmal. So mag ich das. Die sind ja schon alle tot. Warst du schon hier? Nee, ich weiß nicht. Hier ist das Filmset, da waren wir auch schon eine Milliarde Mal drin, da brauchen wir nicht mehr rein. Kenne ich sogar schon auswendig. Ah, da ist er ja. Hallo. Ah, ich kann die, mein Gott, wie die alle fliegen, du. Das ist ja episch, du. Du hast echt einen geilen Kick. Ah, da ist ein Dicker. Ein Dicker. Jetzt muss ich erstmal kurz einen Molotow werfen. Und da kommt's geflogen. Das macht so Spaß. Burn, stirb und verreck. Hast du gerade irgendwie eine andere Bombe geworfen? Ja. Weil das hat so mein Ohr weggefetzt. Das war so eine Schallbombe, oder? Ganz genau, das war eine Warte. Schallbombe. Ich werde. Ach, der ist verglüht. Was gibt da für uns? Oh, 1500. Also irgendwie haben die das irgendwie blöd überdacht. Der hätte wenigstens Fleisch und Geld geben sollen oder so. Aber gar kein Fleisch. Können wir die Mission ja nie abschließen, wenn wir den Mist nicht kriegen. Außer wir müssen den Mülleimer finden. Oh, warte, warte, da werfe ich eine Bombe rein. Das ist absolut in Ordnung. Ja, da rennt er. Geil. Trittst du erstmal den abgefackelten Kadaver wieder in die Menge rein. So mag ich das. Ah ja. Alter, der lebt ja immer noch, der Alte. Wieso geht denn das im Feuer raus Ich hier? weiß auch nicht, ja. Oh, Ich mag's. Schläge, Ich mag. Schläge. Du liegst. Aufheben, Ja, aufheben, ich aufheben. drück schon, ich drück schon. Hab ich dich geheilt? Ja, danke. Ja, ich hab dir ordentlich mal eine Spritze reingedrückt. So gefällt mir das. Einfach hier die Spock-Pulle, weißt du? Schön hier hinten im Hals rein. Adrenalin pur. Ist ein bisschen crank. Spockpulle. Ist ein bisschen crank, Mann. Dr. Crank. Denn die ist klar. Da müssen wir rein, in die alte Höhle hier. In der Hole. Oh, da ist sogar grün, guck mal. In der Höhle sind wir endlich drin. Da ist ein neuer da unten. Warte, ich muss den abfackeln. Sonst haben wir große Probleme hinterher. Ich hoffe, ich habe ihn Ach, getroffen. die Sorte Schlitze habe ich schon mal fertig gemacht. Die haben so Krallen, weißt du, als Knochen. Und die haben nichts anderes im Sinn, als zu pieksen. Und Schlitzer! Schlitzen! Und der Kotzen übergibt sich. Und was hat er dabei? Gewöhnliche Messingschlagring. Braucht keine Sau. Komm, wir springen hier runter. Wir sind krank. Ja! Super! Oh, die sind sogar mal tot. Das ist ja ein Ding. Krasser Scheiß. Was suchen wir eigentlich? Ich weiß nicht.
Irgendwas suchen wir hier. Ah, da, guck mal, ein Bett. Hier bestimmt, ne? Oh, da ist eine neue Waffe. Was ist das? Ein Original Spitzhacke. Und er nimmt sie gleich in die Hand. Brief an Maki. Die Dinge stehen schlecht, sehr schlecht. Oh nö, sag nicht schon wieder 10.000 Kilometer. Ja, die Was haben, soll ich die jetzt haben, mit die der haben, Spitzhacke, die sind Alter? halt mit ein paar Überlebenden die ganze Zeit gewandert. Ja, wir sind fertig. Gehe nach Henderson. Müssen wir wieder zurückgeben, alles. Können wir auch machen. Da müssen wir eh hin, oder? Ja. Aber wir haben drei Ziele. Warum? Sammle. Achso, das ist alles. Das wird hier gerade alles angezeigt. Ja, gut, dann gehen wir nach Henderson. Ich schaue nochmal ganz schnell, um die Mission abzugeben. Machen wir sicherer Ort. Können wir doch machen, ne? Ja. Können wir das abschließen jetzt? Ne, dann muss ich so markieren, okay. Auf M. M wie da unten müssen wir hin. Gut, ist markiert. 200 Meter. Können wir hier oben nicht. Doch, hier oben ist eine Kiste. Guck mal bitte. Stufe 2 sogar. Let's open this up. Kann ich nicht öffnen. Hier bei mir. Da geht es ab. Da gibt es Zombies. Wer hätte das gedacht? Ah, so ein Dreckiger. Wollen wir mal gucken, was hier in der Kiste ist, oder egal? Ja, komme. Ich habe noch eine Granate. Ich habe noch eine Granate am Start. Komm mal schnell weg da. Ja, ich wollte Granate werfen. Geh mal bitte zur Seite. Ah, ist schon weggeschlitzt. Komm hoch. Ja. Hier oben ist nämlich eine kleine Kiste versteckt. Und meistens, wenn die so gut versteckt ist, würde ich jetzt mal ganz schmerzhaft behaupten, da ist was drin. Da ist was drin! Gewöhnliches Messer, klasse. Riesenkiste für ein kleines Butterbrotmesser. Es hat sich so krass gelohnt, ey. Ja, dafür bist du 5 Kilometer zurückgelaufen. Und beste Belohnung ever. Schweres Hammer. Taurermesser. Ja, kannst du endlich tauchen, ja, und nee. Einen abstechen. Alles zusammen. Das macht so viel Spaß. Tap, tap. So, ich muss mal gerade gucken mit unserem Kadaver. Wo müssen wir jetzt lang? Genau, da müssen wir lang. Okay. Die fressen gerade. Ich wollte hier mal ein bisschen unterbrechen hier. Weil ich sehe es gar nicht ein, dass die hier mit ihrem Kadaver anfangen hier zu leben. Was? Wie meinst du zu leben? Nee, das wollen wir ja nicht. Das kann nicht sein. Hier. Eben, ja. So, erstmal schön einen Apfel in den Popo stecken hier. So, lecker. Vielen Dank. Wie schnell die einen Apfel essen kann, wa? Die macht den Mund auf. Da ist ein Inselführer am Tisch. Falls du noch nicht hast. Ein Inselführer. Ich habe den Weg markiert, der führt uns hier lang. Hier auf dem Tisch hast du auch Inselführer? Ja. Sauber. So, weggeschlitzt, weggemurkst. Du trittst dann auch nochmal durch die ganze Walachei hier. Auch nochmal ein Schlitzer. Was machst du für Geräusche? Was war das? Niesen. Bist du crank? Ja, eigentlich nicht. Also. Also, nur im Kopf halt, wie immer. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wie war das? Bist du krank? Und, ja, ein bisschen. Und erkältet bin ich auch noch. So, ich mache jetzt einen Jump von oben. Alter! Direkt auf der Face. Aber irgendwie hat das überhaupt nichts gebracht hier. Aber das macht gar nichts. Denn meine Klinge zuckt und zappelt. Kriegen sie nochmal einen Hilf hier. Danke. Zickzack zubbelt. Ja, kommst du? Kommst du? Kommst du? Ja, Moment. Ich hab so ein bisschen Schiss alleine, weißt du, wie ich mein? Gewitter, Donner, Hagel, aber ich werf eine Granate. Das macht da ein bisschen Bumme. Boah, schön, die Kadaver am Sprengen hier. So gefällt mir das. Puh. Der Zombie-Man, der lebt ja immer noch und zappelt, hä? Ah, jetzt ist er endlich verstorben hier. Ein paar Granaten, ey. Was hat er denn? 1100. Spring rein, ich hab ein Auto. Nee, wir können doch hier laufen. Wir sind doch fast da. Ich hab markiert. 100 Meter. Ist doch schon hier. Wir müssen ja in die Big City live. Und dann geben wir alles ab. Und dann sind wir schon fast wieder durch für heute. Deswegen, du brauchst eigentlich nur zu mir latschen. Und dann sind wir schon fast da. Auto ist aber viel zu... Ja, wir müssen eh runter. Ach, da kommt er. Bam, Junge. Was geht? Links-Rechts-Kombination. Jetzt ist er vor mir. Gerade war er hinter mir. Seltsame Dinge passieren hier.
Schenge? Nee. Halei, alalalei, wo bist du denn? Oh, wo du bist, da ganz oben am Arsch der Welt. Da wo wir da wo wir gar nicht hin müssen, mein Freund. Wir müssen doch hier unten in die Big City. Auf die Big City müssen wir. Musst du hier, weißt du, wo der Markus Villa wohnt und so. Da hinten ist so ein Spreng, ne, ist gar kein Sprengmeister. Entschuldigung, ich nehme diese falsche Meldung zurück. Da 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 da. Ich düst. Ah! Ein fetter Hoslon. Ah, er hat sich schon selbst in die Luft gejagt. Vielleicht hat er ja so ein Fleischbay. Und kein Selbstmörderfleisch dabei. Toll, dankeschön. Nicht mehr auf die Zombies kann man sich heute noch verlassen, ne? Na, sowieso nicht. Dreckigen Mistkerle. Jetzt sperren sie schon mit den Ressourcen pingelig. Und geben uns nicht mehr das, was wir brauchen. Also ich bin jetzt da, wo wir hin müssen. Ich hoffe, dass du auch gleich kommst. Bin schon auf dem besten Weg. Sauber. Ja, ich sehe dich da hinten schon angeschlabbert. Ist kein Problem. Der hat eine Knarre in der Hand. Ich guck mal, ob hier einer Munition verkauft. Die Fackel ist aber tatsächlich geil, weil die... Auch die Dicken, die sind da mal richtig hart am Rumzammeln. Die Dicken also. Können die sich dann nicht mehr bewegen, hä? Schläger oder so Typen. Ja, ja, die Dicken. Die alten Fettsäcke. So, ich hab hier noch... Ah ja, das ist für mich, ja. Ordentlich mal so eine Schmerztablette im Popo gedrückt, ja. Sehr schön. Sonst haben wir noch irgendwas hier, was uns hier glücklich machen kann. In dem Dorf, ne. Eigentlich haben wir hier eigentlich soweit alles erledigt. Können wir dann im nächsten Part, können wir dann gucken. Fuck, was wir dann die nächsten Missionen hier lattern, flattern. Ja, jetzt bin ich einfach mal wieder bei dir hier. Genau, und hier machen wir jetzt auch Cut. Weil die Zeit ist reif für ein wenig Zärtlichkeit, genau. Passt aber, ich habe meine Waffe repariert, oder? Ja. Da unten repariert. Bist du, genau. Hier ist sonst eigentlich nichts für uns. Dann der Doktor, da ist ein Händler. Ich guck mal schnell rein, was der kann. Und dann machen wir einen Cut für heute. Was hat die anzubieten hier? Harpunmunition, brauchen wir nicht so einen Scheiß. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Morgen wieder und dann geht's fleißig beim Metzeln weiter hier. Ich freue mich auf euch. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Ciao. Ciao.